Hallo zusammen und herzlich willkommen wieder hier zurück bei 7 Days to Die mit mir, eurem Christikativ. Hallöchen. Ja, also ich habe jetzt die Nacht mal genutzt, hier den Wandtresor zu schlagen und ganz ehrlich, keiner guckt von euch mir 10 Minuten zu, wie ich hier nur deppert an meinem Wandtresor kloppe. Deswegen machen wir hier mal kurz die drei Schläge fertig und gucken mal, was da drin ist. Cool, eine selbstgebaute Schrotflinte. Das hat sich ja mal voll gelohnt. Muss ich sagen, muss ich sagen. Wir bauen uns auf jeden Fall ein paar Pfeile. Und es ist echt geil, dass ihr hier seid. Ich feiere das richtig. Der da draußen, der kult immer noch. Eine Schlange habe ich gehört. Ja. Und sobald 4 Uhr ist, hauen wir ab. Oder auch schon früher. Ich nehme nur das Nötigste mit hier. Brauchen wir vielleicht das Brot? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Also, den Schuss nehme ich noch und das Plastik. Der Rest kann hier bleiben. Da gehen wir jetzt nämlich auf die Richtung zur Quest. Ja. Wir gehen zur Quest, aber vorher tun wir noch unsere Skillpunkte verteilen hier. Ich mache jetzt erstmal in die Stärke. Ein paar in den Prügelpeter. Sollte eigentlich reichen. Der Rest kann kommen, wann er will. Wir müssen ja. Okay, hier haben wir alles durchsucht. Da sollte jetzt eigentlich keiner mehr kommen und auftauchen und uns ärgern. Alter, wird so laut. Du wächst ja noch die Nachbarn auf, du. Du Lumpi. Ah, wir können eigentlich schon mal losgehen. So, ein bisschen Nachtspaziergang. Es tut uns auch mal ein bisschen gut hier. Dann sind wir da drüben pünktlich. Können vielleicht da ein bisschen was looten. Das Haus, das habe ich jetzt total vergessen, was ich in der ersten Folge gesagt habe. Ah, halt, 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 halt. Warte mal. Oh. Ui, 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 ui. Ey, die wollen alle eins mit der Rübe. Auf die Rübe, meine ich. Mann, 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 Mann. Jetzt wird's eh gleich wieder hell. Okay, ein paar Federn. Ein paar Federn schaden nicht. Ah, hier wäre halt das Wasser gewesen, gell? Ich muss mal kurz an meine Kiste. Ich nehme mal das mit, was ich mitnehmen kann. Rohre, Plastik, Knochen, Kleber. Dann habe ich noch ein bisschen Eisen. Das Rad nehme ich mit. Okay. Ich brauche auf jeden Fall den Topf. Das verkaufe ich gleich beim Händler, wenn wir da drüben sind. Das brauche ich eh nicht. Und den Rest. Das Wasser sollte ich mitnehmen. Geld und das und das. Oh. Ich nehme einfach alles mit. Die Sachen kriege ich jederzeit. Ja. Habe ich Stoff drin? Nee. Habe ich nicht. Egal, wir gehen. Das sind wir auch ein bisschen agiler. Indem wir uns einfach mal die Spritze hin in den Arm spritzen, Junge, Junge. Alter, war der das letzte Mal auch schon mittendrin? Junge, Junge. Weil ich will gucken, ob ich da drüben vielleicht was finde. Mit einem hohen Gebäude. Möglichst nah beim Händler. Also, ich bin echt faul, was das angeht.
Black. Oh, warte mal, hey. Apropos Knüppel. Den können wir doch machen. Hä? Hey. Ach so. Ah, okay. Ich habe jetzt gedacht, das ist so, dass du den Knüppel schon aufwerten kannst, aber du brauchst ja erst ein paar Bücher. Das hat sich ja sehr geändert in der neuen Alpha. So. Und die neue Alpha 22? Die steht ja auch schon in den Startlöchern. Elastika habe ich. Perfekt. Ah, die Musik, die ist ein bisschen laut. Ah, das nehme ich mit. Den Rest kann ich liegen lassen. Ich mache mir auf jeden Fall beim Händler eine Kiste. Das sehe ich nicht ein. Die kannst du ja eigentlich gleich mal machen. Cool, cool, cool. Mal gucken, was es da gibt. Jetzt hat er auch noch Lust. Ach Gott, ey, wir sind am Existenzminimum. Wir haben Hunger, wir haben Durst. Das ist ja schrecklich. So, jetzt warten wir mal ab hier. Alle hopp. Das verkaufen wir dir später. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Halt, das Holz brauchst du noch. Vielleicht hat er ja einen Snack oder so. Gucken wir mal. Ich habe jetzt echt weit weggeparkt. Na gut. Ach, der hat ja noch geschlossen. Alle hopp, lauf, Ubi. Sag mal, was ist denn das für ein komischer Weg? Ja, ich weiß, dass du Hunger hast, Baby. Nimm's wie ein Männchen. Ich meine Mädchen. Cool. Also hier hat's Wasser. Das ist schon mal nicht schlecht hier. Hallo, Zombie. Boah, Alter, wo ist denn das, ey? Das ist ja am Arsch der Welt. Ich hoffe mal nicht, dass irgendwie Hunde kommen oder so. Boah, Alter, hast du mich jetzt erschreckt, ey? Hallo. Der will nicht aufgeben, oder? Du guckst mir gerade ein bisschen zu viel auf der Pelle. Boah. Junge. Was glaubt er eigentlich, wer er ist? Ja, das ist ganz schön anstrengend. Boah, Alter. Hör auf zu bomben hier. Also. Was gibt's da für uns? Oh, bitte nicht. Alter, nein. Mushroom Mining Co. Gott, ey. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Warte mal. Eieieiei. Das ist schade, dass das nicht richtig ausgeleuchtet ist.
Eigentlich habe ich gar keine Lust darauf. Aber was muss, das muss. Gut. Geh mal rein in die Höhle des Löwen. Spitze. Bitte brich hier keine Knochen. Du sollst nur das Gebiet säubern, mehr nicht. Hallo? Irgendwie klein geworden oder was? Na, geh mal rein. Der kommt schon von ganz alleine. Oha. Oh Mann. Das sind Pilze. Ich hab so keine Lust auf Zombies. Ist jetzt endlich runtergekommen. Ja, komm. Komm her. Sehr schön. Ja, wir sind im Mushroom-Keller. Alter Schwede. Warte mal, warte mal. Ah, das geht auch ganz gut, oder? Sehr schön. Ein paar Bilderchen machen hier. Oh je. Warum habe ich denn die eigentlich mitgenommen? Die brauche ich doch gar nicht. Dann tauschen wir hier. Ah, jede Menge Pilze, Alter. Alter Schwede. Hallo? Hallo? Kommt raus. Ja, wo sind denn die? Hallo, hallo, hallo. Guten Tag, guten Tag. Wie geht's? Opa. Hey. Geh nach Hause. Und zack. Du kannst dich zu deinem Brüderchen gesellen, ey. Der kleine Chiller. Bitte spawn mir jetzt nicht weg, gell? Die Schlafmütze, Alter. Wo ist der andere? Oh, ich habe ja so Angst. Ich brauche am besten so schnell wie möglich was zu trinken, ey. Sonst haben wir eh keine Power mehr. Ja, da kannst du noch mehr und mehr holen. Ein Pilzchen. Wow, Alter! Was hast du gemacht? Alter! Kann der das wagen, mich da hinten so zu erschrecken, ey? Ja? Wo seid denn ihr alle? Ah. Mann, der eine, der schläft. Schlafende Zombies sollen wir ja bekanntlich nicht wecken. Aber ich treffe heute auch nichts. Was hast denn du bewachte?
Oh, ein bisschen Aloe Vera. Na komm her, du. Komm. Ich brauch so schnell was zum Saufen. Oh oh. Oh 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 oh. Oh nein, 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 nein. Ei, 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 ei. Ich habe keine Ausdauer mehr, das ist das Problem. Beim nächsten Mal knall ich einfach auf das Ding drauf. Eins, zwei. Warte mal. Jetzt machen wir mal ein bisschen Feuer. Gehen wir mal runter. Ja, die kommen von ganz alleine. Ich hoffe, die brennen vorher noch aus. Hi, Opa. Ich habe der Omi unter den Rock geguckt. Komm. Ne, beeil dich. Oh je. Opa. Nein. Lass mich hier in Ruhe. Du bist doch nur der Letzte. Ajejejeje. Oh, mach das zu lang gewitzt. Oh. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Oh. Hoffentlich ist da jetzt was zu trinken drin. Alle hopp. Oder, ja, gut. Medizin. Erste Hilfe Verband können wir herstellen. Ich zerschrotte das Zeug lieber. Ich kann das jetzt nicht gebrauchen. Ey, jetzt wird's auch noch neblig, Alter. Oh Gott, ey. Na komm. Gib mir was zu trinken. Oh nein. Okay, also wir müssen dann wie raus, so raus, hier raus, wie raus. Oha. Alter Schwede, ich hab doch gar keine Ausdauer. Oh, bloß weg hier. Als Basis ist das nicht geeignet. Würde ich mal behaupten. Ich guck mal, dass ich hier Land gewinne. Stimmt ja, das war ja eine Pilzhöhle. Konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das war ja gestern. Unten. Ja, wir müssen Kräfte, unsere Kraft sparen hier. Kann ich eigentlich die Pilze so essen? Ja, ein bisschen. Das bringt mir aber nicht viel. Junge, Junge, Junge. Komm. Ich rechne da ein bisschen mit Widerstand mit Wölfe oder so. Boah.
Ja, ich könnte das Zeug hier jetzt auch essen, aber es ist echt nicht geil, schmutziges Wasser zu saufen. Komm, wir wollen alles sehen, was der Händler für mich parat hat. Nee, keine Ahnung, was da ist. Ab zum Händler. Dackel, Dackel doch. Oh Gott, Mama mia. Eigentlich kein schickes Plätzchen, ne. Was der so hat. Wow, jemand. Ich brauche aber als allererstes irgendwie deinen Automat oder so. Hast du kein Automat bei dir? Ich habe da noch gar nicht reingeguckt. Okay. V-Sammler freigeschalten. Alles klar. Cool. Warte mal. Habe ich hier reingeguckt in den Betonmischer? Auch nicht. Hey, was bin ich denn für eine Pfeife? Das Sand kannst du wegtun. Mal gucken, was er hat. Let Was us denn? speak, Survivor. Quatsch, bin nicht voll. Ich brauche deinen Automaten. Wo hast du denn hin? You did it. Great job, Traveler. Echt jetzt? Vielleicht hat er ja irgendwie Honig oder sowas. Medizin ist hier. Nix. Essen. Auch nix. Aber Wasser. Ausnahmsweise. Kochgrill. So ein Kochgrill brauchen. Eigentlich schon, ja. I thank you, kind sir. Perfekt. Es wird uns ein bisschen den Hintern warm halten. Hintern warm halten. So. Ein bisschen Geld haben wir auch noch gemacht. Great doing business with you. Come back later, Ja, friends. ja, 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 ja. Gib mir den Honig. Und gib mir mal deine ganzen Klamotten, ne, du. Ja, ich weiß gar nicht, wo der seinen Automaten hatte. Mal kurz eine Runde laufen. Vielleicht. Ah, hier. Machen wir eine Dosis Chili. Oh ja. Sehr gut. Oh nein, der ist zu teuer. Ah. Hauen wir uns das rein, nee, ist egal. Ja, sehr gut. Sehr gut. In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall Richtung dieser einen Stadt, wo das Krankenhaus ist. Dann haben wir da auch ein bisschen was zu looten und zu gucken. Ja, schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge von 7 Days to Die vorbei. Euer Christigativ. Ciao.